da ist sie doch wieder. Megatherium formipava is one of the larger mammals on the island. This is most shocking because it is essentially a giant sloth. If you crossbred it with an elephant and a bear. Because of its size and girth, the Megatherium is uncommonly resistant to being knocked unconscious. Despite primarily being a herbivore, a typical Megatherium is very intent on consuming the island's many insects. It is particularly adept at removing their insides without damaging much of the shell, maximizing extraction of chitin. The otherwise slow and peaceful Megatherium becomes faster and aggressive in the presence of these creatures. Megatherium is an incredibly useful creature to tame. So long as you don't intend to fight other tribes, its enormity, high resistance to torpor, and voracious attitude toward insects and arachnids makes it ideal for farming large quantities of chitin from the bugs of the island, or simply defending against them. Okay, nochmal, ne? Ich hab's jetzt schon echt das dritte oder vierte Mal gesagt. Ich find's mega cool, dass die Sachen, dass die Dossier-Einträge jetzt synchronisiert sind. Ich glaube, das ist schon in Evolve mit übernommen worden. Ich bin mir nicht sicher, ne? Also es kann sein, dass es da übernommen worden ist. Ich meine mal, sowas gehört zu haben. Irgendwas wurde auf jeden Fall reingebracht. Und es bringt so viel mehr zum Spiel, weil wenn du davon ausgehst, also natürlich Ark ist jetzt mittlerweile halt schon sehr bekannt, es gibt viele Videos und so, aber wenn du, also niemand liest sich ja diese Einträge durch. Also, wird sich wieder jemand melden in den Kommentaren, doch, ich mach das. Ich hab's ja auch gemacht, für das Video eben, ne, aber es ist so cool, du sammelst es ein, du fliegst weiter, machst halt dein Ding und kriegst die Informationen aufs Ohr und, ja, wenn du jetzt, es ist ja ein Survival-Game, das heißt, es gibt nicht wirklich ein Tutorial in-game, was auch richtig so ist, bin ich der Meinung. Aber du kriegst so halt ein paar Informationen mit und dadurch, dass du halt eben ein bisschen entdeckst und so, kriegst du ja die Informationen. Also du wirst dann dazu angehalten, dann tatsächlich auch mal irgendwie in die Wälder reinzugehen, um irgendwelche Explorer-Notes zu finden, die dir dann einen Vorteil verschaffen können. Und das finde ich mega, mega gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier nochmal hergeflogen, weil ich ist so dumm, ne? Ich finde diese Stelle einfach nicht und es ist hier definitiv nicht. Es ist hoch, man muss da irgendwie runterfallen, sich droppen lassen sozusagen. Hier habe ich gerade irgendwas Blaues gesehen. Ja, das ist so viel zu dem Blauen. Und dann ist es mal so, dass ich die nicht finde, aber das ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature, dass du halt so einfach Fortschritt machen kannst, ne, im Spiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wann habe ich angefangen mit Ark? 2018, 2017? 2018 wahrscheinlich, da habe ich auch angefangen zu streamen und so. Dann ist es einfach mega cool, dass du die Informationen so aufs Ohr bekommst, ne. Das war die Schneise, die ich meinte. Dass hier doch auch mal, glaube ich, eine Note war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das kann ich jetzt einfach auch durchmachen, tatsächlich. Und wir sind nochmal hingeflogen zum Wasserfall, weil ich dachte, falls ich sie finde, kann ich sie mit einsammeln. Es muss aber irgendwie weiter unten sein. Und wir können jetzt Richtung Vulkan fliegen, weil da ist auf jeden Fall, es müsste auf jeden Fall eine Vierer-Note sein, glaube ich, im Vulkan drin. Und außen sind auch nochmal ein, zwei. Und von da aus fliegen wir auch nochmal weiter. Nehmen den Bergmann mit, nehmen das Paradies mit. Und auf der Fleischfresserinsel müsste auch nochmal was sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wir haben also noch ein paar. Ich bin mittlerweile auch Level 80 so. Am Anfang von Level 80. Das ist nicht mein Charakter. Das ist mein Petri. Das ist okay. Also die letzten Level sind ja eh immer der ultimative Grind in Ark. Da muss man dann mal gucken, wie viel EP ich jetzt halt noch bekomme. Ne? Weil es wäre schon gut, irgendwie Level 100 zu haben, wenn ich dann in den Bossfight reingehe und so. Ja. Damit wir dann diese letzten 5 Level zum Beispiel leveln können, ne? Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir können ja bis Level 115 hoch, wenn wir den dreimal machen, beziehungsweise einfach direkt auf die höchste Schwierigkeit. Müssen wir mal schauen. Was wir auf jeden Fall machen, ist, wir werden mal an die höchste Stelle hier gehen. Der Vulkan ist deutlich breiter geworden hier, ne? Crazy. Cool. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht für die höchste Stelle im Spiel. Oder ist es hier oben drauf irgendwie? Ich habe ein bisschen Angst, wenn er abspringt, dass er zu weit abspringt.
Es war auf jeden Fall früher ein Achievement, dass man die höchste Stelle im Spiel betritt. Mal gucken. Es dauert immer ein bisschen eigentlich, bis das freischaltet. Ah, siehst du. Nee, ich habe 24 Stunden in Ark überlebt. Auch crazy. Oh, hier ist aber gerade. Alter. Hä? Shut up! Was ist. Was? Hä? Der ist doch nicht einfach da drin. Ja, ey, wenn du so Oldschool-Ark-Spieler bist und einfach mal in den Vulkan reinfliegen willst, um dann eine Note aufzunehmen und da ist einfach ein Giga drin. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Oder was? Oder wieder was? Der ist doch schön. Level 40 tot. Der ist einfach gestorben. Krass. Ja, keine Ahnung, warum jetzt auf einmal hier alles so schwarz ist. Freunde, hier war doch. Da ist sie, guck mal. Da hatte ich kurz Schiss. Auch keine Zweiernot, aber eine Zweiernot kriegen wir noch am Gigaberg. Ja, aber ist doch ein Bug, dass da vorne das dann so dunkel wird und. Ich frage mich gerade, abbauen oder nicht abbauen. Soundeffekt cool. Wäre wahrscheinlich so besser, ne? Für das Crime Meet, aber ist jetzt auch egal. Da habe ich halt mal kurz. Ich war wirklich geschockt kurz. Cool mit den Gewichtsangaben auch immer noch. Fleisch ballern wir raus. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht so viel. Jo. Dann können wir fliegen. Ich war aber kurz, dachte ich, jetzt ist vorbei. Dass der jetzt auf uns zugeht und als es auch so geleckt hat, weil, ne, das erste Mal da irgendwie in die Höhle rein und so. Auf einmal 15 Frames und so, alles eingebrochen. Krass, krass, krass. Ja, dass die Steine so komisch in der Luft hier rumfliegen, mega uncool, aber was machen. So, es sieht halt alles müh anders aus. Aber hier ist doch auch immer was. Jawohl. Hallo? Ich dachte gerade, dieser Obsidian-Block ist die Note. Hier ist die Note. Oh Mann. So, wieder Level Up. Das geht beim Petri auch relativ langsam. Ich habe 250 Leben. Ich gehe, glaube ich, mal so auf 350 Gewicht auch. Ich habe mir mein Video noch nicht angeguckt, was ich mal, wie geskillt habe. Ich glaube, hier ist auch noch mehr am Berg an Notes, aber wir gehen erstmal weiter. Und ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht. Warte mal. Dahinter ist der Berg, ne? Das ist der Gigaberg. Also dieser Berg hier vor uns, da ist noch eine Note drauf auf jeden Fall. Und dahinter ist der Gigaberg, da haben wir noch zwei oder drei Notes. Wir nehmen die jetzt mal mit. Und dann will ich gleich mal die mal 4 Note haben. Und dann gucken wir mal. Ja, crazy, ey. Aber damit legen wir einen guten Grundstein. Und ist jetzt halt... Oh Mann. Ich habe mir das jetzt so als Playalong vorgestellt quasi. Ja, das wirklich... Also das kannst du ja auch nutzen für Survival Evolved und so, ne? Wenn du das spielst. Und guckst, wie kann man das Spiel irgendwie am besten im Singleplayer dann auch... Das ist am besten, aber wie kann man das Spiel im Singleplayer halt durchspielen, ohne dass einen das komplett irgendwie bricht und so. Und dann ist natürlich cool, dass ich hier in der richtigen Reihenfolge durchfliege. Müsst ihr ein bisschen gucken, könnt ihr auch anpassen, ne? Ihr seid ja alles kluge Menschen. Und so, aber das mal so fürs Leveling irgendwie. Normalerweise hätten wir ein, zwei mehr und wir hätten eigentlich auch eine mal 4 Note dabei, die uns dann die ganze Zeit boosten würde. So, hier ist auch eine. Also die Positionen sind sehr, sehr ähnlich zu den von... Along the island's many inland waterways, Lutra Peloso have become exceptionally adept at hunting and foraging. This species of otter has to be particularly cunning because of its diminutive size and fierce competition for its preferred food source, fish. It is not a creature that excels at combat and would not naturally pose as an intimidating threat to any predators. Finding packs of river otters is simple enough.
They are distinguished by their elongated bodies, bushy tails, and webbed feet. Their trusting and inquisitive nature ensures they are often hunted for their lustrous fur, but many prefer to tame them to become trusted companions. There are few creatures which provide the companionship that Lutra peloso does. Rather than traveling beside you, it would prefer to comfortably rest on your back, providing insulation. Once domesticated, it can be told to harvest fish on demand, with a specific goal in mind from the fish that it consumes. The otter has a knack for foraging silica pearls, and can even yield a slight chance at finding black pearls within. Wieder richtig gute Informationen einfach. So, ne, das ist ja all das, was wir in Videos auch zusammengetragen haben. Und nicht je, das ist ein Sabertooth, ne? Ja. Nicht jeder sammelt ja auch alle Notes ein und so. Das ist schon okay, dass es dann auch diese Videos gibt. Das ist ja quasi ein Service, aber das halt im Game zu haben. Hier ist auf jeden Fall. Oh, moin. Ui. Ist ja auf jeden Fall auch ein Service dann quasi, ne? Dass Content Creator diese Geschichten machen. Das ist neu. Ich bin jetzt verwirrt kurz. Ich muss, also hier oben ist auf jeden Fall eine Note drauf. An der Seite ist eine Note und eigentlich müsste auf der einen Seite, das sieht man jetzt halt immer alles so schlecht, weil die Bäume so dicht hier bewachsen sind. Das ist ja auch alles ein bisschen neu. Aber hier runter war mal eine Plattform, wo man eine Mal-4-Note bekommen hat. Oh, Jesus Christus, was war das? Hab ich mich erschrocken. Ich will da landen. Was ist es denn? Oh, ein Allosaurus. Uiuiuiui. Okay, wir können die mal kurz landen. Das sind so Tech-Plattformen. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch im Game sind. Ich habe ja eben die eine Plattform auch nicht gefunden. Das ist aber normal, dass ich die nicht finde. So, würde ich mal dazu sagen. Und dann ist die immer relativ weit unten gewesen. Aber so am Hang halt. Sieht man halt alles nicht mehr so gut. Dadurch, dass es so gewachsen ist. Und das ist das, was ich hier mit dem Gigaberg meine quasi, ne? Also hier hat man immer Gigas eigentlich angetroffen. Aber warum sollte es keine mal 4 Notes mehr geben? Die waren halt super selten. Aber wenn du die bekommen hast, ist natürlich GG, ne? Gerade jetzt hier mit der anderen Note noch in Kombination wäre das super gut. Vor allem... Okay. Okay. Ach, ist das nervig. Also, das gab's doch, glaube ich, vorher schon in einer Form hier, ne? Dieses Gerüst gab es nicht so ausstaffiert hier. Und da war auch eine Note drin, bin ich der Meinung. Und von da aus ging das so ein Stück weiter runter Richtung mal 4 Note. Das ist nur die Frage, was macht der Alu da? Level 30. Und ich würde natürlich gerne hier mal einmal meine... Da ist sie. Guck mal, da ist ein... Oh, Jesus, das ist doch nicht so laut. Was ist denn los? Das macht mich so nervös. Shit. pass auf, wir machen den schnellen Hasen. Fliegen direkt hoch. Und gehen da raus. Und von hier aus ging das dann weiter runter. Zu einer Plattform. Die jetzt wahrscheinlich auch jetzt noch unscheinbarer ist, weil hier alles zugewachsen ist. Aber das wäre mal eine coole, also eine wichtige Info, ob es diese mal 4 Dinger überhaupt noch gibt. Das sieht aus wie ein Terminal am Obelisken quasi. Ne, wo ihr darauf zugreifen könnt und eure Boss-Items reinlegt und so. Genau so sehen die Dinger aus. Aber das ist eigentlich, glaube ich, schon zu weit unten dann hier. Hier wird es eigentlich schon wieder zu flach. Naja, hier ist zu flach auf jeden Fall. Das war schon im Berg eingelassen eigentlich. Ich meine, ne, Petri... Ne, Nahkampf schaffe ich nicht. Petri levelt immer noch weiter. Aber hier gehen zu Treppen hoch. Geh weg. Nee, es sah aus wie Treppen. Von hinten sah es aus wie Treppen. Ah ja, wegen der Steine, ne? Hm...
Das ist schwierig. Ja, wenn du Evolve spielst, dann ist hier auf jeden Fall irgendwo so ein Terminal. Das sieht man auch ganz gut. Dann, vielleicht sehe ich es jetzt einfach nicht. Ich werde nochmal auf die Kommentare achten. Aber ich bin eben zu weit oben schon gewesen. Zu weit unten gewesen. Dann versuchen wir nochmal die hier mitzunehmen. Auf dem Berg müsste eine sein eigentlich. Das war ja ein bisschen so Gefahrenzone. Okay, da ist einfach der Baum weg. Hier geht's ja so runter. Und irgendwo war hier auch nochmal eine. Da ist der Dödi. Liegt der Dödi zusätzlich in der zufällig? Die Geräusche von den Tieren sind teilweise auch so krass. Ja. Finde ich gerade nicht, aber hier oben drauf ist normalerweise auch eine. Vielleicht auch ein bisschen weiter unten. Und dann können wir nochmal hier runterpowern, weil hier im. Hier müsste auch noch wieder so ein. Wie heißt es? Eine Ruine sein, in der dann wieder eine Note ist. Mal ein bisschen aufpassen, hier sind jetzt schon die ersten Agis auch und so. Und Alos siehst du ja auch nicht. Das ist echt krass, ne? Was das macht, wenn mehr Bäume da sind. Also offensichtlich, aber. Gewicht. Level, was haben wir denn jetzt? 82? 83? 84, okay. Die war immer relativ weit unten. So, also hier sind wir dann. Ich glaube, hier fliegen wir gerade in die falsche Richtung. Und dann drehen wir einmal. Und dann müsste hier irgendwo. Was ist das? Okay, Biertier oder wie heißt das? Das ist natürlich jetzt krass, ne? Dadurch, dass es so dicht bewachsen ist. Die stand immer relativ offensichtlich. Auch da. So, hier wäre ein guter Spot dafür eigentlich. Weil das hier schön frei ist. Schauen wir mal. Sonst fliegen wir gleich ins Paradise. Also hier sind wir schon so weit auf jeden Fall. Ich gucke mal ein Stück weiter oben. Das ist echt krass, was das mit meiner Orientierung in dem Spiel macht, dass hier ein paar mehr Bäume drin sind. Und ein paar mehr ist ja auch untertrieben. Es ist ja so viel mehr als vorher. Terrorbird. Angenehm. Karma. Angenehm. Ja. Ich ziehe einmal weiter durch. Dann holen wir uns nämlich die nächste. Das ist auch neu, ne? Krass. Ach, warte mal. Ich lande einmal kurz zwischen und gucken, ob ich mich nochmal orientieren kann. Weil wir können hier in der Mitte auch noch eine mitnehmen. Warte mal, am Flusslauf lang. Da ist doch sonst in der Mitte immer so eine Plattform gewesen, auf der man landen konnte. Da vorne. Da ist auch eine drauf, auf jeden Fall. Also, ich sollte nicht immer auf jeden Fall sagen, aber in der Regel ist da eine drauf. In die Wolf auf jeden Fall. Und ich bin mir auch. Ja, ich weiß es nicht. Also, die haben ja scheinbar ein paar, haben sie so ein bisschen versetzt, ne? So. Ist mit dir? Ist da wohl kein Dino drauf oder was? Es ist so krass. Du konntest früher von hier direkt in den Sumpf reingucken und hast alles gesehen. So. Und bevor ich die jetzt wieder nicht sehe, wie gesagt, hier ist normalerweise eine drauf. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie teilweise auch Sachen verschoben haben. Weil sie ja auch neue Gebäude hinzugefügt haben, ne? Oder neue Strukturen im Spiel so ein bisschen. Aber ich sehe sie einfach nicht. Hm. In die Wolf ist auf jeden Fall eine drauf. Gott.
Paradies. Da müssten zwei sein, wenn sie es nicht komplett angepasst haben. Und neben Paradies ist noch ein kleiner Teich sozusagen, da sind auch meine Mörder drin. Da müsste auch eine drin sein. Und links vom Paradies sozusagen gleich müsste auch noch eine sein. Kommt ein Job runter. Wir schauen mal. Aber es ist echt teilweise super verwirrend. Das Gute ist auf jeden Fall, ne, wir haben 4300 Sekunden, die wir leveln können. Das heißt, alles, was wir machen, wird uns auf jeden Fall gut belohnen. Das sieht nach Alpha aus, ne? Ziemlich groß, ziemlich aggressiv. Das ist das, was ich meine, links vom Paradies. Sieht auch ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen sehr anders aus. Sieht sehr anders aus. Landen kurz vielleicht? Ja, wir landen kurz. Und gerade durch ist auch eigentlich eine Ruine an der Wand. Und da ist eine Note drin. Ja. Das war ein Iguanodon, ne? Ja. I keep glancing at the artifact. I understand why the Iron Brotherhood's leader didn't want it. Since it has no apparent use. All it does is remind him of the tribesmen who died seizing it from that giant spider. Can it really be useless, though? They described the artifacts that activated the obelisks as looking similar to it. So I headed to the nearest obelisk to see if I could get a response. No luck. Maybe it activates something else. Of course. The platform in the cave. It's a long shot, but it's the only thing I can think of that's similar to the obelisks. Definitely worth a try. Okay, wir sind im Paradies. Raptoren kann ich gleich runterziehen, ne? Da ist er. Einer, auf den ich kriege, die jetzt nicht. Miss Walker's impromptu visits are always an unexpected pleasure. After that headache with the sharks and Blackfoots, a lively tea time discussion about the abnormalities of the Ark's ecosystem was precisely what I needed. Thank goodness I've managed to find an intellectual colleague that shares my love for the sciences. It saddens me to think that Miss Walker's charming colonial accent would keep her out of the more prestigious institutions and societies back home. Another of the Ark's wonders, it is a true meritocracy, unlike any in the modern world. If Miss Walker and I could find and cultivate more minds like ourselves, we could create a true scientific utopia. Da ist die nächste. Naja, aber Level gehen ja noch immer gut hoch. Gewicht 350 müssten reichen. Und jetzt ist hier neben uns das mit den Vierfachdingern, ne? Das wurmt mich ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt, aber mich würde es wundern, warum die rausgenommen werden sollten. Aber die zweite habe ich zumindest nicht gefunden. So, irgendwo ist doch hier ein kleiner. Den hat man vorher immer schon nicht so gut gefunden. Es gestaltet sich nicht unbedingt einfach, wenn das hier alles so dicht bewachsen ist. So, jetzt sind wir schon wieder am Wasser raus. Ich glaube, der ist ein bisschen weiter rechts oder so. Der ist eigentlich auch gar nicht so weit weg vom Strand. Ah ja, siehst du. Der ist aber kleiner gemacht worden. Castoroides is a large mammalian herbivore that tends to live near water. Unlike other larger beaver species, this one retains the chisel-shaped teeth of modern beavers. As is typical for beavers, they build dams as habitats, but the larger creatures on the island have a tendency to trample them. As a result,
Finding unsullied dams in the wild is quite rare. Castoroides itself doesn't seem to realize how dangerous the island is. I don't know if it's simply too dumb to notice the dangers, or if it just doesn't care. But Castoroides happily goes about its day, playing in the water and gnawing on wood. The value of a tamed Castoroides is obvious from its physiology. The creature naturally gathers wood extremely efficiently, far more than most species on the island. It's not the strongest creature, so it can only carry limited amounts, but it is a natural lumberjack. Und wieder eine wertvolle Information, wenn man Ark noch nicht vorher gespielt hat. Ich habe nochmal jetzt versucht, hier reinzugucken, ob ich nochmal die Note finde. Als Orientierungspunkt war ja die andere Note quasi. Aber nein. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber also auf der... Was war eine Lage hier so tief unten? Auf der Fleischfresserinsel müsste auch was sein. Irgendwo. Wir fliegen einmal rüber. Weil mich das jetzt auch interessiert, was da los ist. Ja. Also wie die aussieht, was da für Tiere sind und so. Und man da vielleicht auch irgendwann was zähmen kann. Wir sind da mittlerweile richtig fix auch unterwegs. Und ach ja, das ist jetzt ja mit den Argis und so, ne? Also hier bin ich mir auf gar keinen Fall sicher, wo irgendwas ist. Ich weiß, hier sind ein paar. Hinten müsste auch, glaube ich, wieder ein... Ja, cool. Da ist auf jeden Fall auch ein Alpha, glaube ich. Oder nicht, oder das ist einfach nur rot. Aber hier ist doch, glaube ich, eine Ruine irgendwo. Ne? Oder auch nicht. Aber irgendwo war hier doch mal eine Ruine, wo dann noch Stuff ist. Da geht's hin. Ah, oh, ne, da ist ein. Oh Gott, das ist so. Kurz mal ausstaffieren, wo hier die Note liegt. Kann da bitte einfach landen? Danke. So. 45. 55. Da ist die Note. Wir machen den. Ja, also. Den hier. Any chemist worth his salt knows the irreplaceable value of testing. Until a tonic has been rigorously tested, it is less useful than water. If only I could persuade this island's lesson. What magic created the Scarabaeidae gigas? I cannot say. What I can say is that this creature is a perfect symbiont for advanced human tribes. Coprophagic, it eats mostly useless waste, feces. It metabolizes this waste into a more refined waste product, along with an oily byproduct. The oily byproduct is chemically the same as the oil found in the oceans around the island. Somehow, Scarabaeidae converts feces into oil. If that wasn't reason enough to worship the Scarabaeidae, the refined waste product is almost identical to fertilizer from a compost bin. Scarabaeidae makes me think humans have been on the island for a long time. Why else would a creature evolve to be such a perfect pet? Most tribes jealously protect their Scarabaeidae, whom are handily tamed with the skilled use of some well-handled feces. These wondrous little organic biofactories are truly a sustainable, green, eco-friendly source of resources for living off the land. Oil becomes gas, which is generator fuel. Fertilizer means crops, which is human fuel. The Scarabaeidae can power all aspects of island life. The fact that this creature exists is enough to give me nightmares. Like the island's other arthropods, Arthropleura felsanguis has become much larger than I might have believed possible. It's a very aggressive hunter, but prefers to eat meat after it has rotted for some time and will voraciously seek out such delicacies. Arthropleura's blood has a very low pH, to the point that it can dissolve many materials. This acidic blood splashes back on anything that directly attacks it, weakening the durability of weapons and hurting attackers. Many creatures thusly refuse to prey on Arthropleura, fearing this unique defense.
If that wasn't enough, nein. Arthropleura also keeps a small reservoir of blood ready to spit at its prey. Like most of the arthropods on the island, Arthropleura is simple-minded and relatively easy to tame. It is an almost entirely military mount, useful mostly for attacking at a distance. Thanks to its unique defenses, whether hunting or warring, Arthropleura is generally safe from all but the largest of creatures. Oh, Kinders, ey.